sein, als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. La empresa Ford había invadido el mercado alemán. ¿Producto de qué? Del Tratado de Versalles. Tratado es un decir, fueron las condiciones humillantes que se le impusieron a la Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial. ¿Vieron? Porque nadie explica estas cosas. Todo el mundo dice que Hitler vino por la inflación. No. Hitler llegó, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque habían humillado a Alemania y entonces se montaron en un discurso xenófobo, ultranacionalista, y así surgió el nazismo, no producto de la inflación. El nazismo fue la consecuencia de las condiciones que los aliados le impusieron a la Alemania vencida en la Primera Guerra Mundial a través del Tratado de Versalles. Alejandro Corbacho es director del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del UCEMA. Y Alejandro Corbacho fue, vamos a hablar un poquito de eso, pero la historia, en realidad la nota me parece que es muy interesante, porque él es académico, porque es profesor universitario, porque es doctor en lo que él hace. Y él escribió una columna en Clarín. Escribió una columna citando algunas cuestiones de la presidenta en algunos discursos. Y le volaron a la yugular a Corbacho, Alejandro, ¿no? Entonces, demasiado tranquilo está para el momento que ha vivido hoy. Cristina le dedica una catarata de tweets en el día de hoy. También aparece en su Facebook. Hasta me da puro decirlo, pero le dice el burro de que dijo tal cosa. Aparece en todos los diarios. Sí. Y de golpe, entonces, Cristina, desde tratarte de burro hasta ponerte en la mira. Digo, ¿qué te pasa? ¿No tenés miedo a algo? Me siento raro. ¿Te sentís raro? Porque la verdad, no sé qué puede pasar el día después. ¿No? Uh-huh. No es que esto se me va a subir a la cabeza, pero realmente pensar de que escribir una nota para describir un fenómeno, un tema del cual conozco y recibir estos comentarios desde la autoridad máxima del país, realmente me sorprende. Hay una película alemana, no sé si la vieron, La Caída, muy buena realmente, hecha en Alemania, un actor excelente, el protagonista, que en la parte final de la película, cuando ya están en la caída, uno de los generales dice, yo no voy a pasar por otro Tratado de Versalles, y se pega un tiro. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke.
Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Was soll denn das heißen? Wollen Sie, dass wir aufgeben? Das ist undenkbar. Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht. Der November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Dümmer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Dümmer erklärt, wir kapitulieren nicht. Ein November 1918 wird sich nicht wiederholen. Niemals! Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es dann eben ausgerottet wird. Du hast Fieber? Albert, mein Herz hält das nicht aus. Warum nimmst du nicht die Kinder, Magda, und verschwindest von hier? Verschwinden? Wohin denn? Ich hab dir schon einmal gesagt, ich kann euch einen Lastkahn nach Schwanenwerder bringen. Ich hab's genau überlegt. Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt ohne Nationalsozialismus aufwachsen. Überleg es dir nochmal, Magda. Die Kinder haben ein Recht auf ihre Zukunft. Wenn die Idee des Nationalsozialismus stirbt, gibt es keine Zukunft mehr. ¿Saben por qué? Porque habían humillado. ¿Saben por qué? Porque habían humillado. Esta gran bandera que hoy nos acompaña de alta en el cielo, que hoy llevamos entre todos, sintetiza parte de ese espíritu. Se imaginó y soñó desde aquí. Y creció durante más de 10 años, con una pasión durante más de 10 años, con una pasión durante más de 10 años.